Willkommen zum Profil Videoblog, heute mit Tina Göbel und Herbert Lackner. Herbert, du schreibst eine Cover-Story, die man zumindest den Jüngeren unter unseren Lesern, glaube ich, näher bringen muss, weil man sie nicht in Erinnerung rufen kann. Es ist schon zu lange her. Naja, das jetzt in einer Nussschale kurz erzählt. Es war das spektakulärste Verbrechen der Zweiten Republik, eine Serie, fünf Serien von Briefbomben und zwei Rohrbomben. Vier Menschen wurden getötet, 12 wurden zum Teil schwer verletzt, darunter der Wiener Bürgermeister. Und das Aufregende dabei war, dass man ja die Jahre über, und das hat ja von 1993 bis 1996 gedauert, dass man all diese Jahre vermutet hat, dass da eine rechtsradikale Organisation dahinter steht. Und unter anderem auch das Profil. Unter anderem auch das Profil, wenngleich wir auch immer wieder angeführt haben, die Indizien, die dafür sprechen, dass es keine rechtsradikalen Organisation im klassischen Sinn ist, weil die Sprache in diesen Briefen, das war nicht die Sprache der Rechtsradikalen und Neonazis, wie wir sie kennen. Das war eine andere, merkwürdige Sprache, die darauf hingewiesen hat, dass da irgendjemand am Werk ist, der anders ist als diese Knallköpfe, die da mit ihren Schafstiefeln da herumspazieren. Der Herr hieß Franz Fuchs, ist der Herr, der auch am Profilcover abgebildet ist. Herbert, ein paar Worte zu Franz Fuchs noch, eine sehr, wie soll ich sagen, schillernde Figur zumindest, kann man sagen. Ja, es besteht die Gefahr, dass solche Menschen immer wieder aus der Mitte der Gesellschaft erwachsen. Er war ja nicht so irgendwie ein Freak, der jetzt vom Mars runtergekommen ist, sondern es war ein einsamer Mensch mit großen Kontaktschwierigkeiten, der auch Probleme mit Frauen hatte, der sich da auch nicht wirklich wohl gefühlt hat bei den wenigen Versuchen, die er unternommen hat. Technisch hochbegabt und auch sonst, also auch ein gewaltiger Aufwand gewesen, das zu machen, auch sonst sehr begabt und fähig. Aber eben einsam, kontaktarm, sich in irgendwelchen Ideen verheddernd und da nicht mehr rausfindend, weil er eben niemanden hat, mit dem er darüber sprechen kann. Und er hat keine Korrektur, er hat keinen Spiegel, der ihm sagt, das ist ein Blödsinn, was du da denkst. Tina, Franz Fuchs stammte aus dem südsteirischen Ort Gralla, allwo du vergangene Woche einen Lokalaugenschein durchgeführt hast. Was kannst du darüber berichten? Also Gralla ist ein sehr entzückendes Dörfchen, wenn man so will. Ist eigentlich eine Gemeinde, die sehr aufstrebt. Also Gralla hat einen der größten Zuzüge überhaupt in der Steiermark. Also es boomt so, dort kann man sagen. Auch der Ortskern ist sehr beschaulich, sogar das Gemeindeamt schaut aus wie ein Lebkuchenhaus und nicht unweit davon steht das Elternhaus von Franz Fuchs, in dem er ja auch gewohnt hat, in dem noch heute seine Mutter lebt. Es ist ganz ein entzückendes Häuschen, das in einem Feld steht und man kann sich schwer vorstellen, dass dort im Hinterzimmer jemand diese Bomben gebaut hat und auch alle Leute, die ich dort getroffen habe, die ihn kannten, wissen bis heute nicht, warum wurde der so. Also gerade als eine tiefrote Gemeinde war das schon immer. Sogar Franz Fuchs Vater war langjähriger SPÖ-Gemeinderat. Und also die Familie, also seine Eltern haben im vorderen Teil des Hauses gewohnt und haben ganz normal Besuch empfangen. Und er hat halt sich ganz nach hinten verbarrikadiert. Auch die Mutter durfte da nicht reingehen. Also die Leute dort sagen, die Eltern können sicher nichts dafür, weil wir waren dort zu Besuch, die waren ganz normal. Und auch die Mutter durfte da nicht hin. Die Mutter wurde danach auch aufgefangen von der Dorfgemeinschaft und es versteht eigentlich bis heute niemand dort, warum der Herr Fuchs so diesen Wahn entwickelt hat. Ja, mehr können wollen wir nicht verraten. Wir wünschen anregende Lektüre. Vielen Dank.